Das hatten wir ja auch schon so ein paar Sachen gemacht. Kannst du den Link vielleicht Den ins Link werde ich jetzt Pad kopieren? mal. Ja, der ist schon längst im Pad unter links. Ganz unten, fast ganz unten. Wenn du das gepastet, kannst du noch rauslassen. Ja, davor. Kurz da, ganz oben jetzt, da nämlich. Previous show end time. Genau. Ja, da hätte es da zweimal, warum auch immer. Dann die Ideen waren nicht nur Ideen, sondern wurden auch teilweise gezeigt. Und vielleicht den Font noch ein bisschen dicker machen können. Das ist was für die Kamera. Also ich werde mal. Ja, was sehen wir dort? Die Liste der Tools, die wir beim letzten Mal hatten, kurz angesprochen oder auch länger. Genau in der Mitte neben dem Cursor steht YouTube DL, stand also damals schon mal an. M-Player, da gleich darunter zum Abspielen und M-Player Control. Eigenwerbung, Einwerbung, das war das, was ich mal dazu geschrieben habe. Wenn also das eigentliche Manual nicht gefällt, vielleicht gefällt es ihm das, kannst du ja mal kurz aufrufen irgendwie. Also ich habe das einfach mal anders zusammengeschrieben. Ich hoffe, es ist übersichtlicher und einfacher zu verstehen als das, was das Manual an sich anzeigt. Ja. Genau, was war noch auf der Liste? MTR war sogar auch schon mal da. Ja, die Bunt-Sachen. Also Colorful Terminal, den C-Wrapper. Da habe ich leider keine Beispiele groß vorbereitet. Wer das aber irgendwie Benutzung hat, bitte mal herzeigen. Hardtop habe ich definitiv zum Vorzeigen. Glances gibt es auch, weiß ich jetzt nicht, ob es auf unserem Server installiert ist. Und dann gibt es noch dieses Lolcat, All the Colors of the Rainbow, ja. Hat das einer da? Ja? Ja. Glances habe ich auch da. Wunderbar, dann gehe ich gleich wieder weiter an McLemon. Ja, und da unten bei der ganzen Sache Putty Kitty, was haben wir noch? Sparkle Share, Duplicity. Also Leute, falls ihr euch berufen fühlt, da irgendwas vorzuzeigen, dann her damit. Es muss nicht das sein, was da steht. Ja. Aber es sind so die Ideen und was wir eben machen. Sparkle Share Keys, die Drehbus in Raummenge bei mir. Okay. Gut, ich gebe weiter an McLemon. Und falls noch jemand im Textpad mal dokumentieren kann, was wir da.